Elfter Spieltag in der deutschen Eishockeyliga. Das kleine rheinische Derby zwischen den Krefeld-Pinguinen und den Kölner Haien steht an. Zwei Teams auf Platz 12, die Krefeld-Pinguine, und Platz 13, die Kölner Haie mit Mike Stewart. Da ist Spannung vorprogrammiert, denn hier geht es natürlich um viel. Die Kölner Haie mit dem besseren Start in der fünften Spielminute. Das 1:0. Zweiter Saisontreffer von Colin Ogbekile. Nachgewonnenem Bulli kommt die Scheibe hoch zu ihm und er lässt Jussi Rinnes im Tor der Krefeld-Pinguine keine Chance. Wir springen in die 18. bzw. 19. Spielminute. Riesenmöglichkeit für Krefeld. Lagacé alleine durch mit toller Drehung im Puckbesitz. Hier erst dreht er sich und dann trifft er. Vorbei an Gustav Wesslau das Tor. Die Kölner Haie mit einer Antwort, die es in sich hat. Matsumoto hinter dem Tor und der setzt vor dem Tor Ben Hanowski ein und der schießt sein erstes Saisontor für die Haie. Matsumoto und Hanowski lässt Rinnes wieder keine Chance beim 2:1. Und dann die Haie in der letzten Spielminute des ersten Drittels mit der nächsten guten Gelegenheit, nämlich von Zerressen. Der kommt ganz frei zum Schuss und auch er schießt sein erstes Tor in dieser Saison. Die 20. Spielminute trocken abgezogen. 3:1 nach dem ersten Drittel für Köln. Da ist guter Rat teuer für Brandon Reed und die Krefeld-Pinguine. Köln im zweiten Drittel mit dieser Möglichkeit. Und dann geht es ganz schnell für die Krefeld-Pinguine. Bessi alleine unterwegs Richtung Wesslau. Klasse gemacht, schön gespielt. Aber Gustav Wesslau, der hält sein Team hier auf Kurs und auf Vorsprung. Dann ist Köln dran mit dieser Möglichkeit. Die Königschance für Frederik Tiffels. Und der scheitert an Rinnes. Zwei Alleingänge im zweiten Drittel und zweimal bleiben Torhüter Sieger. 7,5 Minuten vor dem Ende des zweiten Drittels. Krefeld mit Pieta und Costello, der DEL-Topscorer, überwindet Wesslau. Ein schönes Tor, auch wenn nicht ganz beabsichtigt. Kanderi mit diesem langen Pass für Pieta und der für Costello. Und dann hier rutscht Costello der Puck vom Schläger, aber eben genau richtig an Wesslau vorbei zum 2:3 in der 33. Spielminute. Rein ins dritte Drittel. Mike Stewart im Gespräch mit Luca Dumont. Krefeld spielt das gut. Die ersten 5 Minuten gehören den Pinguinen. Und sie haben eine gute Chance. Hier vorbereitet von Costello. Hier kommt der Pass in den Slot und der Schuss wird von Aronson abgefälscht. 10 Minuten sind absolviert. Köln hat Überzahl. Eggeson, guter Pass für Freddy Tiffels. Der lenkt die Scheibe ab, aber Rinnes ist da mit der Stockhand. Gute Chance für Köln. Nach wie vor das Überzahlspiel. Nicht das Beste, was die Haie zu bieten haben. Dann die letzten Sekunden. Krefeld nimmt den Torhüter raus. 6 gegen 5 auf dem Eis. Brookieser ist da, zieht ab. Aber Wesslau fängt diesen Schuss herunter. Die letzte Szene dieser Partie. Es bleibt beim 3:2 für die Kölner Haie. Dank Gustav Wesslau. Wir haben ein gutes erstes Drittel gespielt und ich finde auch ein sehr, sehr gutes drittes Drittel. Wir haben da das sehr gut gemacht, wenig zugelassen vor dem Tor, gut verteidigt. Im zweiten Drittel sind wir wieder ein bisschen aus unserem Spiel rausgekommen, haben zu viele Chancen zugelassen. Aber ich glaube, es tut einfach gut, dass wir endlich jetzt gewonnen haben. Und von jetzt an müssen wir genau da weitermachen und dann schaffen wir es auch da unten wieder raus. Ich glaube, dass wir ein gutes Spiel gemacht haben. Die 3 Tore, die wir kassiert haben, das war natürlich wieder unnötig, aber nichtsdestotrotz können wir auf das Spiel aufbauen. Müssen uns aber auch eingestehen, dass wir die Chancen mal reinmachen müssen, weil wir müssen irgendwo mehr Produktion zeigen und produktiver werden.
Die Pinguine haben ein gutes Spiel gemacht, aber eben am Ende ein Tor weniger geschossen als die Kölner Haie. Köln gewinnt mit 3:2 bei den Krefeld-Pinguinen. Alle Spiele der Deutschen Eishockey-Liga und vieles mehr live bei Magenta Sport.